Hallo und herzlich willkommen heute zur Ausgabe mit dem WZ 120 von Valley 98 auf der Karte Moor. Er ist hier mit 3 Neunern in seinem Team. Der Gegner hat sogar 4 an der Zahl davon, ansonsten 8er, 7er. Gegnerteam 2 Artis, sein Team 3 Artis. Also so ein bisschen was für jeden dabei. Gerade den WZ 120 sieht man auch nicht so oft, muss man sagen. Also da bekomme ich doch eher so die Deutschen geschickt oder auch natürlich die Russen sehr häufig, auch die Briten, aber hier den WZ 120, der ist da doch eher seltener. Und daher bin ich umso gespannter, wie er sich hier verhält. Wobei jetzt fährt er so eher die Linie, die man so auch als Medium kennt, als Heavy natürlich. Also hier erst die K-Linie entlang und dann Richtung Burg. Da ist man auch gerne mit einem Heavy-Tank. Schauen wir mal, was er hier für Action bekommt. Noch hat er keinen Gegner, gerade weil die gegnerschweren Heavys wahrscheinlich auch da gleich hochdrücken werden und sind natürlich auch nicht so schnell, also auch die brauchen eine gewisse Zeit, bis die da ankommen. Und da kommt schon der T-34 jetzt als erster gleich hoch, aber auf den kommt er nicht, weil der wird jetzt abgelenkt von seinem Team. Und da der KV-4, der ist da Nummer 1 und der hat gleich sehr schön die Seite von seinem Helmchen gezeigt und bekommt dann ein 444er Hit und das von einem 9er Medium. So, jetzt muss er aufpassen, der T-34 will da ihn haben, aber jetzt bekommt er da 2 Hits und wird dann vom Tiger 2 fertig gemacht. Oh, der KV, der kommt da stark auf ihn zu. Und jetzt fährt er hier außen rum, aber naja, alles schon mittlerweile zerschossen. Wobei hier der Conqueror, auf den kommt jetzt gut drauf. Und schön wieder in die Seite. Da kann er jetzt ideal wirken, kriegt dann doch wohl einen raus. Ja, perfekt. So soll es sein. Und nochmal vielleicht einen. Ja, ah, der sitzt gut und man sieht 6 Schüsse. Er hat schon 2600 Damage. Also für einen mittleren Panzer, da haut der schon ordentlich zu. Und jetzt hier auf den AT-7. Das dürfte jetzt auch kein Problem für ihn sein. Ja, auch hier wieder fast 440 Schaden. Sechs zu 6, gerade eine sehr ausgeglichene Runde. Und hier hat er den T-44 weggemacht. Und ja, ich habe es gesehen, er hat hier Advanced Aim drin. Aber wie gesagt, es gibt Quellen, die sagen erlaubt, es gibt Quellen, die sagen verboten. Ich nutze es nicht, sondern das ist hier praktisch im Modpack von dem Spieler. Also bla bla bla, spart euch jegliche Mod-Diskussion. Wollte ich nochmal ganz kurz erwähnen, weil ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare von wegen Mods. Bla blub 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 bla 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 bla. So, ISO 152. Und das trotz kaputter Kanone. Da ist sogar der Chinese ein bisschen sauer, habe ich so das Gefühl. Aber der hat hier noch die kleine Kanone drauf, deswegen auch der Schaden sehr übersichtlich. Und jetzt aber der TV, oh, jetzt bekommt er dann doch noch ein bisschen mehr. Muss jetzt echt aufpassen. Da oben ist er natürlich tendenziell auf dem Präsentierteller. Kanone kann er auch nicht mehr reparieren.
Na, auf die Distanz ist es mit der Kanone nicht so ganz leicht und jetzt auch noch eine Su 101. Also nicht nur die ISU gewesen, sondern jetzt auch noch die Su, also VTDs, da kann er auf jeden Fall nicht genug haben scheinbar. Jetzt vielleicht mal außenrum die Artis schnecken und auch die Su da nochmal bekommen. Die Mobilität des Panzers kann er weiterhin gut ausnutzen. Aber wirklich Hitpoints hat er halt kaum mehr. Oh ja, ja. Oh, bis die zusammengeht, das dauert zu lang. Ach ja, das ist jetzt genau das Problem. Dauert unglaublich lang, bis da mal was rankommt. Jetzt rückwärts. Vielleicht kommt die Su ja. Na, komm schon. Er kommt nicht ganz rum. Oh, wuhi. Heieieiei. Jetzt wird es aber gefühlt nochmal deutlich knapper als eigentlich notwendig. Arti sollte, könnte auch eventuell wirken. Auf jeden Fall braucht er da Support. Ansonsten hat er nicht weit und breit kein Team. Die Arti hält hier jetzt rein. Aber eine der beiden ist jetzt gerade auch getötet worden, und zwar die S51. Er kommt ums Verrecken da nicht wirklich dran. Er ist auch die ganze Zeit offen, also deswegen. Warum trifft die denn nicht einfach? So, jetzt ist auch noch der AMX 5100 weg. Der T10 macht bestimmt gleich die Arti. Also, da hat er jetzt mal richtige Aufgabe vor der Brust. So, jetzt kommt der TV und den kriegt er jetzt weg. Jetzt muss er aufpassen, weil jetzt kommt natürlich die Su rum. Su prallt ab. Und er kann sie rausnehmen. Sehr gut, sehr wichtig auch. Aber da hat er den Schritt nach vorne gewagt, hat da den Hit auf die Su gemacht. Genau richtig so. Oh, da ist die Arti. Schießt daneben. Oh Mann, oh Mann. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt mach ihn doch weg. Jetzt aber zaut sie ab. Oh, oh, oh. Jetzt endlich Hit Nummer 1. Jetzt hat sie verschossen. Und jetzt. Oh, jetzt prallt der T10 auch noch ab. Alter Verwalter. Das gibt's doch nicht, was der hier jetzt noch auspacken muss. RNGesus ist hier aber sowas von mit ihm, muss man ja schon sagen. Jetzt lädt er HE auch noch. Also, wow, es gibt hier wirklich so Runden, aber die ist, wow, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, sowas unglaublich knappes, schwieriges und oh, verflixt es einfach auch. So, die Kanone geht nicht mehr zu, da, ah, er lässt 9 stehen. Das ist doch alles zum Mäusemelken. Er lässt 9 Hitpoints stehen. Übrigens guter Wechsel auf die HE. Ah, die verschießt. Eieiei. Der T10 auch schon 6 Kills. Ei, also das, ich würde es jetzt gerne irgendwie toll kommentieren und beschreiben, aber ihr seht es ja selbst, das ist sowas Enges, Knappes, jetzt mit dem Tempomat und einem Strich nach vorne. Komm schon. Nein, er verschießt! Arti trifft.
Hat durchgeladen. Ha, ihn trifft. Jetzt macht er ihn weg. Sehr gut, sehr wichtig. Ha, oh Gott. Ah, die trifft nochmal. Ah, ist es. Ist das unglaublich oder ist das unglaublich? Also, ich habe ja schon wirklich viele Replays kommentiert, aber das, was wir da sehen, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Nicht, weil der Schaden der höchste ist, den wir je gesehen haben oder sonstiges, sondern einfach, weil es so unglaublich kurios wird und Wahnsinn einfach ist. Also, wow. Wow, wow, wow. So, und jetzt am besten noch sich selber ketten oder irgendwie umdrehen oder so, das wird ja noch die Faust aufs Auge sein. Aber scheinbar schafft das die ATC da erstmal nicht. Wo ist denn das Ding? Da ist er. Ati schaut auch noch auf ihn. Ati verschießt! Jetzt muss er es machen. Jetzt nah ranfahren. Auto-Aim rein. Und dann einfach nur noch abdrücken. Nah genug. Ja, genau so. Mach den Krieger klar. 1 gegen 4. Fast 5000 Damage. 3300 geblockt. 1500 unterstützt. Und dieser Abschluss war einfach sensationell. Also ich bin wirklich baff. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war wieder mal eine sehr schöne Werbung für das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.